Ein heißer Herbst, der uns im ohnehin schon derzeit politisch heißen Sommer prognostiziert wird und den wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmaier analysieren wollen. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herr Professor, lassen Sie uns bitte mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz anfangen. Der hatte ja als oberster Krisenmanager enorme Zustimmungswerte. Wenn man sich aber jetzt die letzte Woche ansieht und die Auftritte im Ibiza-Untersuchungsausschuss mit doch beträchtlichen Erinnerungslücken sowie die sehr verwirrenden Aussagen der Verteidigungsministerin Tanner, stellt sich die Frage, hat die Kanzlerpartei an Flughöhe verloren? An Flughöhe verloren, ja, aber auf sehr hohem Niveau. Es ist natürlich bis zu einem gewissen Grad ein Luxusproblem, wenn man nicht mehr bei 48% in den Umfragen liegt, aber immer noch über 40%. In der Anfangsphase der Pandemiebekämpfung war es so, dass man der Regierung, vor allem aber der Kanzlerpartei und dem Bundeskanzler zugestanden hat, hier handeln Politiker unter extrem hohen Verantwortungs-, Entscheidungs-, Handlungs- und auch Zeitdruck und jeder bemüht sich bestens. Das hat zu diesem Rally-around-the-flag-Effekt aus der Politikwissenschaft geführt. Gemeint ist salopp übersetzt, in Krisenzeiten versammelt sich die Bevölkerung hinter dem Fahnenträger, dem Amtsinhaber. Das ist natürlich der Bundeskanzler und nicht ein Oppositionspolitiker oder Oppositionspolitikerin und führt europaweit, nicht nur in Österreich, zu Spitzenumfragewerten. Dann hat es ein bisschen geknirscht im Gebälk, ein paar handwerkliche Fehler, die Fotos von Sebastian Kurz im kleinen Walsertal, wovon Abstand halten keine Rede war. Aber man hat auch das Kommunikationskonzept ein bisschen verloren. Denn einerseits Stimmungslage, wir wollen Lockerungen, hat man bedient. Gleichzeitig sagt aber der Kanzler, naja, die Maske auf keinen Fall wegwerfen, weil wir werden sie noch brauchen. Das ist kein Kommunikationskonzept, sondern kann auch als Widerspruch empfunden werden. Und man hat vielleicht auch unterschätzt, dass andere Themen, wie beispielsweise Bundesheerreform mit der Verteidigungsministerin Tanner im Fokus, plötzlich wieder so wichtig wären. Und da hat die Message-Control, die Kontrolle der Kommunikationsbotschaft, nicht mehr so gut funktioniert. Die hat ja die ÖVP bekanntlich kultiviert, professionalisiert, muss man sagen, nämlich eine sehr kontrollierte Kommunikation. Ist in den letzten Wochen außer Kontrolle geraten, so gesehen? Sebastian Kurz zahlt ein bisschen den Preis für seine Personalauswahl und für diese Kommunikationskontrolle, denn er hat nicht Ministerinnen und Minister wie früher in der ÖVP ausgewählt nach einer komplizierten Formel, Quadratwurzel, aus welcher Landesorganisation ist der, dividiert durch Bünde als Teilorganisation Zugehörigkeit, sondern es ging um persönliche Loyalität. Das sind dann auch Personen, die bereit sind, sich der Kommunikationskontrolle des Kanzlerbüros zu unterwerfen, die aber auch, wie auch die Verteidigungsministerin, auf Bundesebene politisch noch keine Erfahrung hatten, auch medial, wieder auf Bundesebene gesprochen, diese Erfahrung nicht hatten und da oft mit Decksbausteinen zu unbeholfen agiert haben. Denn ich glaube der Verteidigungsministerin schon, dass sie den Unterschied zwischen Garnison und Kaserne kennt. Vermitteln in den Medien konnte sie ihn allerdings nicht. Und es ist ein bisschen auch vielleicht so, diese Decksbausteine für Kommunikationskontrolle passen wunderbar in Positivzeiten, wenn man Jubelmeldungen verkünden kann. Wenn die Menschen immer mehr Zukunftsängste und Alltagssorgen haben, wird es ein bisschen schwieriger, da muss man flexibler sein. Hingegen profiliert hat sich als Krisenminister von den Grünen vor allem Rudolf Anschober. Dennoch hält sich hartnäckig der Vorwurf an die Grünen seit Regierungsantritt und Angelobung, sie würden sich zu billig nicht nur verkaufen, es zu billig geben, also zu wenig grüne Kante zeigen. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Thematisch vielleicht ja. Ich teile natürlich die Meinung des Kollegen Hayeks im Beitrag, wenn man sich die Umfragedaten ansieht und die persönlichen Imagewerte der grünen Regierungsmitglieder, wo ist überhaupt das Problem? Solche Probleme hätten die Grünen noch gerne gehabt vor 2 Jahren, denn da waren sie ja nicht einmal im Nationalrat. Auf der Themenebene ist es schon so, dass die von Ihnen angesprochene Kante fehlt, denn beim Sozialpolitischen, das wäre sehr wichtig, weil man hat 200.000 Stimmen von der SPÖ gewonnen, die man erstmal halten muss, ist natürlich ein einmaliges Arbeitslosengeld oder ein Zuschuss noch nicht genug. Bei der Umweltpolitik macht man viel, es fehlt aber ein bisschen das eine Vorzeigeprojekt, das jedem in Österreich sofort einfällt. Und das Dritte, was einmal die Kante der Grünen war, geht einfach nicht mehr, nämlich die Kontrollpartei. Es ist ja kein Zufall, dass im Untersuchungsausschuss man eher über die Rolle der Neos in der Opposition spricht und nicht über die der Grünen. Naja, klar, denn man kontrolliert ja den jetzigen Regierungspartner mit, das ist die ÖVP.
Jetzt sind wir bisher sehr gut auch international verglichen durch diese Krise gekommen mit dem Krisenmanagement der Regierung. Wenn auch, es gab natürlich Kritik. Kritik am Krisenmanagement, wenn wir ans Verordnungschaos, den berühmten Ostererlass denken, aber auch an der Krisenkommunikation insbesondere des Kanzlers. Wir haben den Satz soeben noch mal aus dem Archiv gehört. Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Glücklicherweise ist das nicht eingetreten. Daher die Frage, wie viel Vertrauen hat denn die Regierung, falls künftig noch einmal so strikte, rigide Maßnahmen erforderlich sind? Es gibt ein paar Irritationen oder auch Gefahrenquellen, die Sie jetzt teilweise auch angesprochen haben. Das eine ist die Sache mit der Angst. Ich sehe das differenziert. Es ist nicht an sich böse, Angst zu machen in einer Pandemiekrise, denn es geht ja auch darum, dass wir achtsam und sorgsam sind. Und wenn jemand überhaupt nicht ängstlich ist, eine Phase, die vielleicht jetzt beginnt, dann haben wir auch ein Problem. Nur der Bundeskanzler hat das natürlich hoffnungslos überzogen mit 100.000 Toten. Also da hätte jeder von uns 20.000 Menschen kennen müssen, um bei 600 Toten dann tatsächlich jeder kennt jeden, der gestorben ist an Corona, zu erfüllen. Das hat einfach nicht gestimmt. Und es ist auch kommunikationswissenschaftlich heikel, denn wenn ich zu viel Angst mache, dann weigern sich die Leute dem Thema. Und es ist das Problem der sachlichen Seriosität, nicht nur bei den Zahlen der zu erwartenden Toten, sondern auch bei den Verordnungen. Man hat uns wochenlang gesagt, es gibt nur 4 Gründe, das Haus zu verlassen. Und das war schlicht und einfach nach Gerichtsurteilen zunehmend falsch. Und zwar nicht nach Aussage des Bundeskanzlers, weil man eben in einer Pressekonferenz vereinfachen muss, sondern schlicht und einfach rechtlich falsch. Während dieser Phase des Lockdowns hat ja die Opposition noch den Schulterschluss gesucht zur Regierung. Jetzt aber in dieser Wirtschaftskrise oder wenn wir an den Ibiza-Untersuchungsausschuss denken, dann gibt es von der Opposition natürlich massenweise Kritik. Wer kann da am meisten punkten? Die SPÖ, die FPÖ oder die NEOS? Also zunächst willkommen in der Wirklichkeit, auch für die Regierungsparteien. Kritik ist normal und gut in einer Demokratie. Allerdings, die Regierung profitiert auch nach wie vor von einer Schwäche der Opposition. Die SPÖ, das hat man ja fast schon vergessen, hat während der Pandemie jetzt erst einmal eine Führungsdiskussion vorübergehend beendet. Mit einer Abstimmung durfte Randy Wagner Parteichefin bleiben. Wenn sie aber die Partei nicht klar über 20% und das konstant in den Umfragen führt, dann hat sie dieselbe Debatte im Herbst oder nach der Wien-Wahl im nächsten Frühjahr sofort wieder. Bei der FPÖ ist es so, dass natürlich die Corona-Pandemie gar nichts zu tun hat mit den Problemen, sondern das war Ibiza und die Folgen. Die haben allerdings eine Chance. Sie haben mal Modernisierungsverlierer, die sich im wirtschaftlichen Prozess benachteiligt gefühlt haben, als Stimmen aufgesammelt, das auch mit Corona-Verlierern zu tun. Wir sind natürlich alle Verlierer bei einer Pandemie, aber es gibt halt viele, die sagen, ich bin besonders negativ behandelt worden und da wird die FPÖ Zielgruppen finden. Bei den NEOS ist es so, die haben sich etabliert, wie ich gesagt habe, mit dem Kontrollimage in der Opposition. Nur die Wähler von denen erwarten wirklich, wir wollen in die Regierung. Die haben eine Regierungssehnsucht. Die Aussichten sind eher mau, was es auch schwierig macht. Die Probe aufs Exempel folgt in ein paar Monaten, nämlich bei der Wien-Wahl im Oktober, Anfang Oktober. Demzufolge, wie ist die Ausgangslage, Herr Professor Filzmeier? Wir stehen vor dramatischen Veränderungen. Ich stimme dem Meinungsforscher Beutelmeier zu, dass ein heißer Herbst folgt. Nur das hat nur sehr bedingt mit Corona zu tun, denn wir haben ja eine Implosion der FPÖ erlebt und Politikwissenschaftler zitieren selten vermutlich den FPÖ-Chefideologen Mölzer und der hat auf jeden Fall recht. Aber der hat gestern ein Interview gegeben, das sinngemäß so gelautet hat, wenn die FPÖ irgendwo besonders gut ist, dann verliert sie nur ein Drittel, wenn sie schlecht ist, 2 Drittel. Und in Wien scheint es eher so zu sein, dass sie nicht halbiert wird, sondern eben gedrittelt oder sogar gevierteilt. Es hängt auch davon ab, wie viele Stimmen kann Heinz-Christian Strache von der FPÖ absaugen. Und der große Gewinner ist aber gar nicht Heinz-Christian Strache, sondern das wird die ÖVP sein, die ein so niedriges Ausgangsniveau, einen historischen Tiefstand von unter 10% hat, dass sie eigentlich nur deutlichst zulegen kann. Der indirekte Gewinner ist die SPÖ, weil der erste Platz für Michael Ludwig und seine Partei gar nicht mehr außer Streit steht. Und nachdem andere Mehrheiten rechnerisch nicht sehr wahrscheinlich sind oder politisch unmöglich, ist es so, dass er sich mit aller Voraussicht nach entweder die ÖVP oder die Grünen als Koalitionspartner aussuchen kann. Sage ich danke für die Analyse, Peter Filzmeier. Bitte gerne.